meine Damen und Herren. Mein Name ist Barbara Bachtiari. Ich bin Strahlentherapeutin, also ich bin Fachärztin für Strahlentherapie und ich bin spezialisiert für Protonentherapie und ich arbeite am Paul-Scherrer-Institut in Willigen. Das ist hier zu sehen, das Paul-Scherrer-Institut, das ist nördlich von Zürich und das hat zwei Institute, zwei große Institute und wir sind im Westen von der Aare in diesem Bereich. Wir sind tatsächlich eine ganz kleine Abteilung. Das ganze Paul-Scherrer-Institut hat etwa 2.500 Mitarbeiter und unsere Abteilung hat etwa 80 Mitarbeiter, von denen glaube ich etwa 80% Physiker sind und wir sind, die Ärzte sind nur eine kleine Gruppe. Aber trotzdem sind wir sehr aktiv auch am Tumorboard beteiligt, also jede Woche am Donnerstagnachmittag nehme ich am Tumorboard teil. Ich bin aber nicht direkt vor Ort, sondern ich schalte mich mit einer Videokonferenz zu, habe Kopfhörer und ein Mikrofon und kann auch mithelfen, die richtige Entscheidung für Patienten zu finden, was die Therapie betrifft. Die Protonentherapie ist eben eine besondere Form der Strahlentherapie. Die normale Strahlentherapie, die mit elektromagnetischen Energiebündeln arbeitet, mit Photonen, die Protonen unterscheiden sich eben, dass sie Teilchenstrahlung sind. Und es sind tatsächlich sind es Wasserstoffkerne, die positiv geladen sind und die da in eine riesengroße Zentrifuge entlassen werden, also da ist dieser Wasserstofftank und die Teilchen werden in dieses Zyklotron, das wie eine Zentrifuge arbeitet, ganz schnell beschleunigt auf Geschwindigkeiten, die etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit sind, also 180 Kilometer pro Sekunde. Und wenn diese dann eben diese starke Geschwindigkeit erreicht haben, werden sie in den Tumor des Patienten geschossen. Der liegt da, also die Protonen treten hier aus, das ist eben ein Patient, der hat jetzt gerade, er wird im Kopfbereich bestrahlt und sie werden in den Tumor hineingeschossen und dort verursachen die Protonen eine Schädigung der DNA der Zelle. Also es werden die DNA-Doppelstränge der Zelle durch die Protonen zerbrochen und die Zelle stirbt dann ab. Die normale Strahlentherapie wirkt ja so ähnlich. Es ist aber eben ein ganz großer Unterschied zwischen Protonen und der Photonenbestrahlung. Und das hat damit zu tun, dass die Protonen eine besondere physikalische Eigenschaft haben. Nämlich, sie können, wenn sie in den Körper, wenn sie eingetreten sind und in den Körper einschießen, an einer bestimmten Stelle stoppen und geben an dieser Stelle ihre gesamte Energie ab. Das heißt, dass dann nach dem Tumor keine Energie mehr abgegeben wird. Das ist eben der große Unterschied zu den Photonenstrahlungen, wenn wir uns da vorstellen, da ist die Haut, da tritt der Strahl ein. Die Photonen geben fast ihre gesamte Energie, schon wenige Zentimeter, wenn sie in den Körper eintreten, ab. Und wenn Sie dann auf dem Weg zum Tumor sind, das ist ein Tumor, der liegt jetzt etwa 25 cm tief, haben Sie da schon eigentlich ganz, ganz viel Energie verloren und haben da auch schon Schaden am gesunden Gewebe verursacht und auch dann nachher. Also Sie haben auch noch eine Austrittsdosis. Und das ist eben bei den Protonen nicht der Fall. Also wir haben hier keine unnötige Dosis, die dann im gesunden Gewebe Schaden verursachen kann. Am Paul-Scherrer-Institut, das muss man sagen, das ist wirklich die Physiker, die dort arbeiten, haben eine Vorreiterrolle in der Entwicklung der Protonentherapie gemacht. Früher hat man den Protonenstrahl einfach aufgestreut und hat ihn dann wieder eingeengt, wie mit einer Blende. Aber die Physiker am Paul-Scherrer-Institut haben eine Methode gefunden, den Protonenstrahl so schmal zu machen wie einen Bleistift. Und mit diesem dünnen Strahl kann man den Tumor abscannen. Da kann man Punkt für Punkt, wie früher bei den alten Fernsehern, so Voxel für Voxel den Strahl
in den Tumor einbringen. Also der wird seitlich abgelenkt durch starke Magnete und die Tiefenablenkung oder Ausdehnung erfolgt durch die Energiewahl. Und ich habe da jetzt ein kleines Video, ich hoffe, das funktioniert, um das noch einmal zu zeigen. Das funktioniert nicht, schade. Ja. Ja. Ja, du musst vom Film abspielen. Okay, dann. Ah ja, da sehen Sie es jetzt sehr gut. Also das ist jetzt der Strahl, der Punkt für Punkt den Tumor abscannt, jetzt in der seitlichen Ausdehnung und auch in der tiefen Ausdehnung wird der Tumor Punkt für Punkt, wird die Energie dort abgelegt und Tumorzellen zerstört. Und jetzt sehen Sie dann die beiden Bewegungen in einem, also die tiefen und die seitliche Ausdehnung. Und da sieht man eben, wie schön das Tumorgewebe wirklich mit einer gleichmäßigen, homogenen Dosis ausgelegt wird. Und man sieht eben sehr gut, dass da hinten überhaupt nichts mehr ist, da ist keine Dosis und auch auf der Seite ist wenig Dosis. Genau. Jetzt müssen wir wieder in die große gehen. Ja, wir am PSI, wir behandeln, wir haben insgesamt 24 Therapieplätze, also es können gleichzeitig insgesamt nur 24 Patienten behandelt werden. Und wir behandeln besonders bevorzugt Fälle, die mit einer normalen Strahlentherapie nicht oder nur sehr schlecht behandelt werden können. Und das sind eben häufig auch Sarkome, die an Stellen sitzen im Körper, die eben vielleicht von anderen Organen umgeben werden, zum Beispiel nahe. Ich habe hier jetzt ein Beispiel eines Tumors, das ist ein Rhabdomyosarkom in der Augenhöhle. Wir sehen, das ist in der Augapfel. Und das ist da ausgehend von dem Muskel, der Augenmuskeln. Und hier hat man gleich in dem Bereich Hirngewebe, die Hypophyse und die Sehnerven, die sich dann kreuzen. Also es ist eigentlich eine Stelle, die sehr, sehr ungünstig ist für einen Tumor, der dann auch schlecht operiert werden kann. Und da ist jetzt eben die Rolle der Strahlentherapie und die dann gemeinsam mit der Chirurgie und mit der Chemotherapie diesen Tumor behandelt. Und ich habe Ihnen da einen Plan jetzt gezeigt. Das ist ein Strahlenplan, so wie in der Protonentherapie aussieht. Das rote hier ist der Tumor, in dem Bereich auch. Und diese bunten Linien sind die Isotosen, das heißt, dieser Tumor hat im Bereich des Hochdosisgebietes 45 Gray, das ist die Einheit der Strahlentherapie, bekommt er. Und im gesunden Gewebe, also dort, wo eben kein, vielleicht nur mikroskopische Erkrankung ist, kann sehr gut eine geringe Dosis gehalten werden. Und hier ist eben besonders das Chiasma, das ist die Sehnervenkreuzung, dann das andere Auge, auf der anderen Seite der Tränengang und auch die Tränendrüse spielt eine große Rolle, wenn das erhalten oder wenn ein Teil der Funktion erhalten werden kann. Ich habe Ihnen jetzt auch noch ein zweites Beispiel. Wir haben sehr viele kindliche Patienten, die bei uns behandelt werden. Wir Kinder deshalb, weil die Kinder haben eine hohe Lebenserwartung und sie haben, wenn ein Kind nach einer Krebsbehandlung geheilt ist, hat es ein Risiko,
einen Zweittumor zu bekommen. Und dieser Zweittumor, der kann 15, 20 Jahre nach einer Behandlung auftreten. Und wir wissen, dass Strahlentherapie diese Zweittumore mit verursachen kann. Und deshalb versucht man, Kindern möglichst wenig Dosis zu geben. Und darum werden Kinder auch bevorzugt behandelt. Das ist jetzt ein 10 Monate altes Baby. Das hat wieder ein Rhabdomyosarkom hier im Beckenbereich, einen ganz großen Tumor. Der Tumor wurde biopsiert. Das Kind hat eine Chemotherapie bekommen, es ist operiert worden und jetzt steht eine Strahlentherapie in Begleitung mit einer Chemotherapie an. Und Sie sehen hier, wieder da ist, wo der Tumor gelegen war, vor der Operation und vor der Chemotherapie. Also das ist hier das Areal, das bestrahlt werden muss. Und Sie sehen die empfindlichen Organe, die rundherum liegen, also angefangen von der Harnblase, der Darm, die Nieren und auch hier die Gelenke. Also die kleinen Kinder haben ja noch keine, die Knochen sind noch im Wachstum und diese Knochenfugen sind sehr empfindlich gegen ionisierende Bestrahlung. Also wenn die eine zu hohe Dosis bekommen, kann der Knochen nicht mehr wachsen und deshalb versucht man eben hier den Knochen besonders zu schonen. Und das ist eben möglich nur in ganz enger Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, mit den Chirurgen und Anästhesie- und Strahlentherapeuten. Jetzt habe ich noch ein Beispiel gebracht, um zu veranschaulichen, wie sich die Protonentherapie von der Photonentherapie unterscheidet. Also das ist wieder ein Bestrahlungsplan. Dieser Bestrahlungsplan zeigt einen Tumor im Bereich der Prostata, also auch wieder einen Weichteiltumor im Bereich der Prostata. Und das ist jetzt ein Photonenplan. Und Sie sehen, dass in diesem Areal, wo der Tumor ist, eine hohe Dosis, also das Rote zeigt, dass es eine sehr hohe Dosis ist, also die notwendig ist für den Tumor. Und hier haben wir einen Protonenplan. Also Sie sehen, die roten Areale sind in beiden Plänen gleich. Aber was sich deutlich ändert, oder wo ein deutlicher Unterschied ist, ist eben in den umliegenden Gewebe hier. In den Knochen, in den Muskeln, diese blauen Areale sind alles Niedrigdosis-Areale und die haben wir eben mit den Protonen in diesem Fall nicht. Und das ist bedeutend. Zum Beispiel können wir die Eierstöcke, also wenn das jetzt ein Mädchen ist, die Ovarien erhalten oder die Femurköpfe. Und das sieht man hier in dieser Grafik sehr gut, wie da die Unterschiede, wie viel schlechter die Photonen in diesem Fall sind. Für wen ist jetzt die Protonentherapie wirklich gut geeignet? Also sind alle Kinder, alle jungen Erwachsenen, die ein Sarkom haben und die eine hohe kurative Bestrahlungsdosis benötigen. Und das eben deshalb, weil das kindliche Gewebe besonders empfindlich ist gegenüber ionisierender Bestrahlung. Und da spielen vor allem die Sekundärtumoren eine Rolle, aber auch eben das wachsende Gewebe, wie zum Beispiel Wachstumsfugen in den Knochen. Weitere Patienten, die von einer Protonentherapie profitieren, sind Erwachsene, deren Tumor sehr nachher an einem wichtigen, lebenswichtigen oder funktionswichtigen Organ liegt. Hier sind es zum Beispiel Tumore im Retroperitoneum, wo eben das Rückenmark in der Nähe liegt oder Darm in der Nähe liegt und Nieren sind, die zu erhalten sind. Beckentumoren, wo die Harnblase schon geschont werden soll, der Darm, Eierstöcke. HNO-Tumore sind eine ganz wichtige Indikation. Es gibt auch viele Sarkome, die im HNO-Bereich vorkommen. Da gilt es Hirnnerven, die Hirnanhangsdrüse, die wichtig für die Hormonbildung ist, zu schonen, Auge, Hirngewebe, Rückenmark und auch Tumore der Thoraxwand, die eben in der Nähe von Lunge sind, wo das Herz in der Nähe ist und wo auch wieder das Rückenmark ist.
Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende angelangt und ich möchte mich herzlich bedanken und falls Fragen sind, wenn nicht, können wir das jetzt beantworten oder später. Ja, danke.